Eine solche links-grün-ideologische Politik ist vollkommener Irrsinn, ist Zerstörung unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Und wer sie betreibt, der gehört in die politische Wüste geschickt. In Berlin genauso wie in Brüssel, liebe Freunde. Und wir hatten sehr wohl gute Außenminister. Das will ich überhaupt nicht verneinen. Aber was Sie mittlerweile für einen Schaden anrichtet, das ist kaum wieder gut zu machen. Und deshalb muss diese Außenministerin gesamt mit ihrer grünen Partei verschwinden aus Regierungsverantwortung, liebe Freunde. Diese ganze linke Mischpuke, die sich da mit Antisemiten mischt, das ist doch ekelerregend. Und was kommt mit dazu? Was kommt mit dazu? Lassen Sie mich diesen Punkt noch machen. Was kommt noch mit dazu? Dass sich Minderjährige jetzt das Geschlecht aussuchen dürfen. Einmal im Jahr. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Das ist ein schönes Gefühl, liebe Freunde, meine Damen und Herren, in so einen gut gefüllten Saal zu schauen. Das zeigt, die AfD hat Auftrieb, auch wenn sie noch so sehr gegen uns hetzen. Sie werden damit nicht durchdringen. Ja, vor kurzem wurde ich von einem Journalisten gefragt, was sind denn so die wichtigsten Themen für euch, für die AfD im EU-Wahlkampf, was ist denn so die zentrale politische Botschaft? Und wir sind hier nicht um eine Antwort verlegen, liebe Freunde, denn wir, die Alternative für Deutschland, wir sind auch die Alternative für Europa. Wir sind in so gut wie allen Bereichen der Politik fundamental anderer Meinung als das herrschende Parteienkartell. Wir beteiligen uns nicht an dem Pseudostreit, ob Deutschland zusammen mit den anderen europäischen Staaten bis 2040 oder 2050 oder noch etwas später oder früher aus den Gas- und Ölheizungen aussteigen soll, keine Verbrennermotoren mehr produzieren soll, weil wir angeblich klimaneutral werden müssen. Klimaneutralität ist für uns ein politischer Nonsensbegriff, liebe Freunde. Wir beteiligen uns auch nicht an den Diskussionen, ob Migranten, die illegal nach Europa gekommen sind, zu diesen oder zu jenen Quoten in den europäischen Ländern verteilt werden sollen. Und wer sie nicht annimmt, der muss dann eventuell Strafe zahlen, wie es jetzt dieser EU-Migrationspakt vorsieht. Das ist ein Dokument des Scheiterns, das ist eine Totgeburt. Wir meinen, wir müssen verhindern, dass die illegalen Einreisen überhaupt stattfinden. Und wenn sie stattgefunden haben, dann müssen diese Leute wieder in ihre Länder zurückgeführt werden. Großbritannien macht es ja vor. Und wir diskutieren auch nicht über die 1000 Geschlechter oder 1001. Für uns gibt es Mann und Frau und damit basta. Und so ist es auch. Und so ist es auch in vielen anderen Bereichen. Und die Vernunft und die Realität, die sind ja auf unserer Seite. Für eine solche links-grün-ideologische Politik ist vollkommener Irrsinn, ist Zerstörung unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Und wer sie betreibt, der gehört in die politische Wüste geschickt. In Berlin genauso wie in Brüssel, liebe Freunde. Aber alle vertreten das doch, alle unsere politischen Vertreter das, von ganz links-grün bis hinein in die CDU und die ach so liberale FDP. Und wenn sie ihnen dann hier in Deutschland etwas anderes erzählen, die CDU, die FDP, diese Rebellen in der Regierung, ja, dann schauen sie doch bitte mal, wie deren Abgeordnete im EU-Parlament abstimmen. Schauen Sie mal, was Frau von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, CDU, was sie vertritt. Die alle tragen dort jedes Schandprogramm mit, das auf dem grünen Mist gewachsen ist, und treiben es voran in der Hoffnung, es wird zu Hause in Deutschland schon niemanden auffallen. Aber wir garantieren Ihnen, es fällt uns auf und wir lassen euch das nicht durchgehen.
Jetzt sollen ja laut EU-Verordnungen die Öl- und Gasheizungen bereits bis 2035, spätestens 39 abgeschafft werden. Die Renovierungskosten für die Bürger werden in die Hunderttausende gehen und Hunderttausende werden auch ihr angespartes Häuschen verlieren dadurch, weil sie sich also schlicht und einfach nicht mehr leisten können. Und das nennt man Enteignung, liebe Freunde. Und die AfD ist die einzige Partei, die sich klar auf ihre Seite, auf die Seite der Bürger stellt und ihr Eigentum und ihre Freiheit verteidigt. Das ist unser Versprechen. Wenn ich das Wort Klimapolitik schon höre, liebe Freunde, dann fühle ich, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich dann wie im falschen Film, in einer Art Satirefilm. Ja? Klimaschutz, Klimaneutralität, Klimarettung. Ich frage mich dann, was kommt denn als nächstes? Mondpolitik? Opfern wir unsere Wirtschaft demnächst vielleicht dafür, die Bahn des Mondes stabil zu halten, damit er uns nicht aus dem Kopf fällt? Es mag ein etwas gewagter Vergleich sein, aber ähnlich hybrishaft ist es doch, das Klima retten zu wollen. Mit 2% CO2-Ausstoß, weltweiten CO2-Ausstoß in Deutschland oder auch nur knapp 9% in der gesamten EU. Der Effekt all dieser Maßnahmen auf das Weltklima, schreibt euch das in Berlin und Brüssel hinter die Ohren, der ist gleich null. Und da... Und da sprechen wir noch nicht einmal davon, ob das CO2 denn überhaupt diesen Einfluss auf das Klima hat, wie immer behauptet wird. Es gibt nämlich ernsthafte wissenschaftliche Zweifel, aber es wird ja überhaupt keine Diskussion mehr darüber zugelassen. Ein Forscher, der Zweifel darüber anmeldet, der beispielsweise auf die natürlichen Faktoren des Klimawandels hinweist, der kann seine Karriere ja vergessen. Wir haben in Wirklichkeit gar keine freie Wissenschaft mehr. Das ist die traurige Realität. Und wir als AfD werden auch dafür sorgen, dass wieder eine freie Diskussion in der Wissenschaft stattfindet. Ja, und dieser Green Deal, der wird von der EU, von von der Leyen vorangetrieben, kräftig unterstützt von der Bundesregierung. Er hat auf das Klima, wie gesagt, null Einfluss, aber auf die Wirtschaft und auf die Industrie ist der Einfluss umso gewaltiger und er ist nämlich absolut ruinös. Verlust hunderttausender Arbeitsplätze, Abwanderung von Schlüsselindustrien ins Ausland. Tino Chrupalla hat es angesprochen, großflächige Zerstörung von Infrastruktur. 500.000 Kilometer Gasleitungen in Deutschland will Habeck einfach vernichten. Was ist das für ein Irrsinn? Und man kann sich ja wirklich fragen, wie kommen diese Leute dazu? Wie ist es möglich? Sehen die denn nicht, was sie anrichten? Und da möchte ich jetzt mal ein offenes Geheimnis ausplaudern, liebe Freunde. Sie wissen nämlich genau, was Sie anrichten. Es geht Ihnen nämlich in Wahrheit gar nicht um das Klima. Das glaubt nur das Fußvolk, aber nicht die oberen Entscheidungsränge. Das Klima ist nur sehr schlau vorgeschoben, um eine knallharte Machtpolitik zu legitimieren und zu tarnen und mit dem Mantel des Guten, des angeblich Notwendigen zu umgeben. Es geht erstens um gewaltige Profite der neu aufgebauten Klimaindustrie, die wie ein Parasit auf der alten industriellen Substanz aufsitzt und diese aussaugt, bis die Party dann irgendwann vorbei ist. Und genauso wie es ja auch bei der Migration um die Profite der Asylindustrie geht und nur in zweiter Linie um humanitäre Argumente. Und es geht in zweiter Linie darum, durch die Ausrufung des permanenten Ausnahmezustandes der Krise, Maßnahmen der Gängelung und der Kontrolle und der Überwachung der Bürger durchzusetzen und damit die eigene Macht auf eine Art und Weise zu sichern, wie es sonst niemals möglich gewesen wäre. Und wenn jetzt in Deutschland und in ganz Europa die Bauern aufstehen und sich dagegen wehren, dass ihnen
die Existenzgrundlage genommen werden soll. Durch diese irrsinnigen Renaturierungspläne, Teile der landwirtschaftlichen Flächen sollen in Moore und Brachflächen zurückverwandelt werden. Dann sagen wir Ihnen von dieser Stelle aus, herzlichen Dank, ihr habt unsere Solidarität, ihr kämpft für unsere aller Freiheit und für einen Wandel in Europa. Und es ist für jeden, der Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, auch jetzt offenkundig geworden, dass der Ausnahmezustand der Corona-Zeit ebenfalls nicht zum Wohl und zur Gesundheit der Bürger inszeniert worden ist, sondern im genauen Gegenteil. Die RKI-Protokolle haben es ans Licht gebracht. Man hat sich ganz bewusst über wissenschaftliche Daten und Fakten über Zweifel hinweggesetzt und die schädlichen Maßnahmen inklusive der Genimpfung den Menschen aufgedrückt, um ein Experiment durchzuspielen, die Blaupause zu haben für weitere sogenannte Pandemien, man kündigt das ja auch schon ganz offen an, für die selbst geschaffenen Krisen der Zukunft. Oder glaubt etwa jemand im Ernst, dass Karl Lauterbach schlaflose Nächte hatte wegen der Gesundheit der Bevölkerung? Diese Leute gehen buchstäblich über Leichen, liebe Freunde, und niemals darf die EU die Macht erhalten, Pandemien auszurufen oder sonst einen Ausnahmezustand. Das wäre das Ende der Freiheit in Deutschland und in Europa. Und deshalb ist es auch gut, dass die Europäische Staatsanwaltschaft jetzt gegen Ursula von der Leyen ermittelt, wegen dieser milliardenschweren Pfizer-Deals. Und auch wenn am Ende wahrscheinlich, es ist zu befürchten, alle wieder ungeschoren davonkommen, so wirft es doch ein Schlaglicht jetzt für alle sichtbar auf diese Atmosphäre der Korruption in Brüssel, in der da über unsere Köpfe entschieden wird. Und darauf sollen wir natürlich nicht hinweisen dürfen und auch auf vieles andere nicht. Und deswegen ist dieses sogenannte Medienfreiheitsgesetz und der Digital Service Act in Brüssel jetzt umgesetzt worden und in Kraft gesetzt worden. Lauter Orwellsche Titel. Es geht dann nämlich nicht um Medienfreiheit, es geht um ganz klare Zensur. Die Unternehmen sollen gezwungen werden, unliebsame Meinungen zu löschen von den Plattformen. Das wird dann als Desinformation deklariert, aber was Desinformation ist, das bestimmt künftig die EU-Kommission. Was uns droht, und ich sage das sehr bewusst, wenn diese Entwicklung so weitergeht und die EU noch weiter an Kompetenzen und an Machtfülle gewinnt, das sind, liebe Freunde, nichts anderes als totalitäre Verhältnisse. Und deshalb muss diesem Transformationstreiben dringend Einhalt geboten werden. Kein EU-Superstaat, sondern Souveränität zurück an die Nationalstaaten, zurück nach Deutschland. Demokratie gibt es nur auf der nationalen Ebene. Und denn nur da gibt es ein Staatsvolk. Identität und Demokratie, so heißt nicht umsonst auch unsere Fraktion im Europäischen Parlament. Sie versuchen natürlich, alles demokratisch aussehen zu lassen, nicht? 800 zufällig ausgewählte Bürger sollten bei der Konferenz zur Zukunft Europas ihre Meinung einfließen lassen. Seltsam nur, dass all diese zufällig ausgewählten Bürger zufällig genau die Positionen auch der Kommission und des Rates vertreten haben. Das Ganze war eine Farce, Demokratie, Inszenierung, Simulation, aber potenziell mit sehr ernsten Folgen. Was ist da geplant? Einführung transnationaler Listen für das EU-Parlament. Portugiesen, Rumänen, Spanier, Schweden werden dann künftig im EU-Parlament deutsche Bürger vertreten sollen. Schuldenaufnahme auf EU-Ebene. Die deutsche Haftung für europäische Schulden, für die Schulden anderer, wurde damit endgültig auf Dauer gestellt. Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat. Deutschland kann damit jederzeit von einer Mehrheit überstimmt werden, muss die Gesetze dann zu Hause exekutieren. Länderübergreifende Steuergesetzgebung, Vergemeinschaftung der Sozialpolitik, eine gemeinsame EU-Armee, die Bundeswehr würde von Brüssel befehligt und am Ende steht eine EU-Verfassung, was 2005
gescheitert ist, das soll durch die Hintertür doch noch kommen. Meine Damen und Herren, das ist der EU-Superstaat. Böse Zungen, die aber nur leicht übertreiben, sagen, es ist die EU-DSSR. Deutschland würde damit zur tributpflichtigen Provinz Brüssels herabgestuft, mit unmittelbaren Folgen für jeden Bürger hier. Und wie ich es dargelegt habe, über die linksradikale Gesellschaftspolitik der EU habe ich dabei noch gar nicht gesprochen. Abtreibung bis zum 9. Monat als Menschenrecht, beliebige Geschlechtswahl für jedermann oder jeder X. Verpflichtender Quotenwahn, Diversity-Dogma nach US-amerikanischem Vorbild und so weiter und so fort. Und um damit auf die Frage von ganz am Anfang zurückzukommen, was ist unsere politische Botschaft in diesem Wahlkampf? Genau dieses EU-Zwangskonstrukt, das uns all das aufdrücken will und uns die Freiheit nehmen will. Das wollen wir verhindern, liebe Freunde, gemeinsam mit unseren europäischen Schwesterparteien, der FPÖ und all den anderen. Und wir sind die einzige Partei in Deutschland, die diesen alternativen Weg gehen will. Sind wir deshalb Anti-Europäer, wie unsere Gegner behaupten? Im genauen Gegenteil, liebe Freunde. Wir sind die besseren Europäer, weil wir wissen, dass die Stärke Europas und das Wesen Europas immer in seiner Vielgestaltigkeit lag, in den gewachsenen Traditionen, in dem friedlichen Wettbewerb untereinander. Deshalb ist diese zentralisierte EU auch zutiefst uneuropäisch. Wir brauchen etwas anderes. Einen Bund europäischer Nationen, der dort zusammenarbeitet, wo es für alle von Vorteil ist, beim Binnenmarkt, beim Schutz der Außengrenzen, der aber ansonsten die Souveränität der einzelnen Staaten achtet, inklusive der Kontrolle über die nationalen Währungen. Und ein Italien, an dem die Italiener sich heimatlich fühlen, ein Frankreich, das den Franzosen Heimat ist, das ist auch für mich als Deutscher viel mehr ein Zuhause im erweiterten Sinn des Wortes. Dort fühle ich mich wohler als in einem anonymen, von Brüssel regierten EU-Europa. Wir wollen uns unsere Heimat Deutschland nicht nehmen lassen und auch nicht unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Und weil Sie wissen, dass wir bald in die Lage kommen, das Ruder herumzureißen, deshalb fahren Sie eine Lügenkampagne nach der anderen gegen uns, weil Sie auch keine Argumente mehr haben. Aber Sie werden damit nicht durchdringen, liebe Freunde. Machen wir am 9. Juni Deutschland und Europa wieder normal. Holen wir uns unser Land zurück mit Ihrer Hilfe. Ja, vielen lieben Dank für diese Begrüßung. Ja, auch ich grüße Sie alle recht herzlich hier in Donaueschingen, wieder ein voller Saal. Ich war ja jetzt die letzten Wochen und Monate schon häufiger in Baden-Württemberg und habe schon gedacht, Mensch, ob die Bürger in Baden-Württemberg überhaupt noch Lust haben, uns zu sehen. Aber ich sehe, der Wille ist ungebrochen und daran sieht man, so wie es Alice Weidel auch gesagt hat, dass man eine Alternative für Deutschland in ganz Deutschland und vor allen Dingen in Europa auch braucht. Eine starke Delegation, die wir hinsenden wollen nach Europa. Und deshalb werden wir natürlich mit diesem Wahlkampf auch zeigen, dass man uns so schnell nicht unterkriegen kann und dass wir geschlossen zusammenstehen. Das werden wir auch heute beweisen und auch die nächsten Wochen und Monate, liebe Freunde. Und auch ich möchte mich recht herzlich bedanken bei unserem Landesvorsitzenden hier in Baden-Württemberg, Emil Senze, der auch den Landesverband hier in ruhigeres Fahrwasser gebracht hat, auch mit dem neuen Landesvorstand. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei dir, lieber Harald, dass du gekommen bist, dass du den ganzen Unkenrufen nicht dich einschüchtern lassen hast, dass du getrotzt hast. Das freut mich wirklich sehr. Und ich meine, ihr habt ja dieses Jahr noch eine wichtige Wahl in Österreich vor, damit in Österreich der nächste Bundeskanzler Herbert Kickl heißt. Und das werden wir mit unterstützen. Ja, und liebe Alice, ich freue mich natürlich immer, in deinen Heimatverband zu kommen. So wie du ja gerne nach Sachsen kommst. Auch wir freuen uns in Sachsen immer sehr auf dich. Und wir erleben ja jetzt gerade in diesen turbulenten, wilden Zeiten, wie man unser Personal bombardiert, beschießt und im Endeffekt, ja, darum geht's ja, die gesamte AfD beschießen möchte. Ich freue mich sehr, dass du mit mir zusammen, aber auch mit dem gesamten Bundesvorstand diesen Sturmfeuer
dich entgegenstellst, dass wir zusammenhalten in diesen schwierigen Zeiten. Das sage ich ganz bewusst. Wir sehen es aktuell. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Maximilian Krah bedanken, dass er gesagt hat, es soll heute nicht bei diesem Auftakt um Krah gehen. Hier geht es heute um die AfD, denn wir sind die Partei, für die Deutschland an erster Stelle steht, dann die Partei und dann die Person. Also nochmal vielen Dank auch an dich, lieber Max, dass du heute gesagt hast, hier geht es ums Programm und um die Partei. Und das ist auch genau der Punkt, für den ich mich, wie gesagt, bei dir nochmal, Alice, bedanken möchte. Und wer denkt und meint, dass das auch ein Beginn sein kann, die Vorsitzenden damit zu beschädigen, abzuschießen, der hat sich getäuscht. Das sage ich ganz deutlich, denn die Partei ist erwachsen geworden. Und wenn ich jetzt die ganzen ehemaligen Schlaumeier, die alle mal was zu sagen hatten, sehe, wie sie jetzt auf einmal alles wissen und besser wissen, und das ist natürlich für die Medien ganz interessant, die vor die Kamera zu holen, damit sie sich zeigen können, ja, sie hatten immer recht gehabt, dann sieht man, dass wir alles richtig gemacht haben. Genau mit solchen Figuren, wie die sich jetzt darstellen wollen, uns beschädigen wollen. Und man wird, und auch wir, werden aus diesen Geschichten, auch aus diesen ja, Polit-Thriller, muss man es ja mittlerweile sagen, mittlerweile ist es ja wirklich abenteuerlich, mit welchen Mitteln hier auch unsere Partei zersetzt werden soll, wie man unsere Partei beschädigen will, vor allen Dingen, wie man Unruhe stiften will, Misstrauen. Und ich denke, genau dem müssen wir widerstehen. Wir werden dem widerstehen. Wir werden mit genauso kühlem Kopf weiterverfahren. Und am Ende gehen wir aus dieser Geschichte gestärkt hervor und wir werden Wahlerfolg um Wahlerfolg einfahren. Das verspreche ich Ihnen, verspreche ich euch. Ich will aber auch deutlich machen, was auch für uns als Alternative für Deutschland, wie wir gestartet sind in unserem Grundsatzprogramm, aber auch klar sein muss. Und das vertreten wir und darauf werden wir auch immer achten, dass Meinungen und auch Positionen in der Alternative für Deutschland niemals käuflich sein werden. Das verspreche ich und darauf werden wir auch achten. Und wer nachweislich käuflich ist, der muss auch gehen. Aber wie gesagt, es muss bewiesen und nachgewiesen werden. Das sind Grundsätze der Demokratie, das sind Grundsätze des Rechtsstaats, liebe Freunde. Und für uns und für mich persönlich auch ist Politik nicht nur gemessen an Legislaturperioden. Nicht bloß für 2, 3, 4, 5 Jahre, dann reden wir auch über Europa ja nicht mehr. Das ist ja jetzt genau das Gleiche, wenn man jetzt den Europawahlkampf sich so anschaut. Ich meine, wie viele Politiker der anderen Parteien kennen Sie überhaupt, die ins Europäische Parlament gehen? So gut wie keine, weil über dieses Personal und wenn man einiges Personal dann mal näher beleuchtet und schaut, wer da eigentlich sitzt oder wer auch Kommissionspräsidentin ist, was dann auch niemand mehr weiß in den Medien, auch der Spiegel weiß das ja nicht mehr. Obwohl alle darüber berichtet haben, wie viel Korruption in Brüssel vorhanden ist, dann staunt man wirklich, wie hier Politik gemacht wird. Und wenn wir sehen und die letzten Jahre betrachten, was Demokratie in unserem Land ausgemacht hat, wenn wir uns anschauen, wie die Interessen der Bürger vertreten wurden und warum die Alternative für Deutschland auch stärker geworden ist, die letzten 2 Jahre, es hat im Prinzip die ganze Corona-Misere gezeigt. Was dort in diesem Land passiert ist, ist wirklich unvorstellbar. Und wir hatten auch dort in diesen Punkten Recht behalten. Ich weiß, das möchten viele nicht mehr hören von den etablierten Medien. Und eine Aufarbeitung findet auch nicht statt. Sie soll unterbunden werden. Der Bundestag interessiert sich nicht dafür. Und wenn es die Alternative für Deutschland nicht gäbe, da wäre selbst in den Landesparlamenten auch keiner bereit, für uns die Untersuchungsausschüsse einzureichen. Wir als AfD haben in den Parlamenten, wo wir 25% der Abgeordneten mit Mehrheit haben, Untersuchungsausschüsse eingerichtet, weil wir wissen wollen, wer dafür verantwortlich ist, dass Kinder eingesperrt wurden, dass alte Menschen alleine sterben mussten ohne ihre Liebsten. Das wollen wir aufgeklärt wissen. Und genau diese politische Verantwortung, von der Alice Weidel gesprochen hat, die wollen wir auch sehen. Und am Ende muss es sogar darum gehen, ob es nicht Verfehlungen gab,
die weitergehend sind. Wenn man sich anschaut, wie dort agiert wurde, wenn man sich die Maskenskandale der CDU anschaut, wie man sich die Taschen gefüllt hat, wie ein Herr Lauterbach und ein Herr Spahn Milliarden Steuergelder, und das ist kriminell, zum Fenster rausgeschmissen haben, weil sie irgendwelchen Freunden und Bekannten Verträge gegeben haben und Beraterverträge und Bestellungen gegeben haben. Das ist Korruption im größten Stil und das muss geahndet werden, liebe Freunde. Und das gilt auch für die EU-Kommissionspräsidentin, das höchste Amt in Europa, Frau Ursula von der Leyen, die ja schon gezeigt hat im Bundestag, als Bundesverteidigungsministerin, mit einer derjenigen gewesen, die diese Bundeswehr heruntergewirtschaftet hat, konsequenzlos. Ihre halbe Familie Suda beschäftigt bzw. mit Beraterverträgen ausgestattet hat, in Brüssel Milliarden Impfdosen bestellt. Die müssen Sie sich erst mal vorstellen. Man hat eine Milliarde Impfdosen bestellt, die keiner braucht, die weggeschmissen werden müssen. Der Schaden ist kann man kaum bemessen. 5,4 Milliarden, davon redet man aktuell. Man weiß es nicht mehr genau. Wenn man sich diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt, dann weiß man, wer hier kriminell ist. Und ich sage ganz ehrlich, Frau Ursula von der Leyen ist die gefährlichste Politikerin Europas und sie ist korrupt. Und darüber sollten die Medien berichten, damit sie auch wissen, wer CDU wählt, was man da bekommt, was man dann am Ende bekommt. Aber darüber wird man nicht berichten, weil es muss darum gehen, eine Partei zu diskreditieren, klein zu halten, die genau diese Dinge anprangert, die sie anspricht. Das ist das Ziel, um Opposition unmöglich zu machen, damit die gleichgeschaltete Regierungspolitik wie in Berlin auch in Europa weiter stattfinden kann. Und warum? Weil man Angst hat. Angst vor Posten, die wegfallen, Angst davor, dass Fründe wegfallen, dass gut dotierte Stellen wegfallen. Wenn man alleine sieht in Europa, 60.000 Beamte, die dort von allen Nationen gut versorgt werden und teilweise mit höheren Gehältern als die Abgeordneten selbst. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, unbemessene Beträge. Und ich sage es Ihnen ganz offen, wir alle, Sie alle, als Handwerksmeister, als Mittelständler, als einfacher Bürger, Sie würden nicht merken, wenn es morgen nur noch 30.000 wären. Das würden Sie überhaupt nicht merken. Und genau dafür werden wir sorgen, liebe Freunde. Ja, und wenn wir auch in die Außenpolitik sehen, auch wo wir klar gewarnt haben, ich nehme ein Beispiel nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, wo die Ortskräfte ausgeflogen wurden, nach Deutschland kamen, haben wir gewarnt und haben gefragt vor allen Dingen, was sind das für Ortskräfte, die nach Deutschland kommen? Wir sagten ganz klar, afghanische Flüchtlinge sollen untergebracht werden, aber heimatnah. Auch das war eine deutliche Forderung und die sollten keinesfalls nach Deutschland kommen. Und wir behielten Recht, denn was kamen statt Ortskräfte? NGO-Mitglieder, Freunde der Grünen, sogar Kriminelle und Terroristen, wieder ein Stück mehr, die an unserer inneren Sicherheit gedreht haben. Und auch beim aktuellen Krieg in der Ukraine hatten wir recht. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist nicht unser Krieg. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Das war von Anfang an unsere Botschaft. Und auch dort kommt mittlerweile immer mehr zutage, auch dieser Krieg hätte im Vorfeld verhindert werden können und selbst kurz nach dem Ausbruch hätte man diesen beenden können, wenn man es gewollt hätte. Aber man wollte nicht und man will diese Eskalation. Frau Strack-Zimmermann, eine der größten Kriegstreiberinnen mit Herrn Kiesewetter zusammen, diese beiden Personen. Und wenn ich dann von höre, ja, wir alle wollen, ich denke, jeder Mensch in Deutschland möchte Frieden haben, aber diese beiden nicht. Sie wollen Krieg, Sie wollen uns doch mit reinziehen und das lehnen wir ab. Und auch dort, wenn man sich die Tagesschauen und Heute-Journals und alle Sendungen so anschaut, dieses selbe Gerassel Tag für Tag. Ich war vor kurzem eine Woche im Urlaub gewesen und da habe ich mal so einen Tag mir nur Nachrichten angeschaut, weil man sonst das ja eigentlich überhaupt nicht weil man das ja sonst eigentlich überhaupt nicht erträgt. Und es ist wirklich unerträglich.
Man wird wirklich auf einen Krieg hier eingestimmt und soll auf einen Krieg eingestimmt werden, der nicht unsere ist, der Milliarden Euro Steuergeld verprasst und eigentlich in uns, gerade als Deutschland, in eine so gefährliche Lage bringt, wo man sich wirklich fragt, haben wir wirklich aus der Geschichte nichts gelernt? Warum müssen wir uns an jedem Krieg beteiligen? Was bringt uns das? Was bringt das unserer Wirtschaft? Wir sehen es, wie die abschmiert, wie mittlerweile immer mehr Unternehmen das Land verlassen. Und deshalb war unsere Position richtig und die bleibt auch so, weil es auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir diesen Krieg nicht wollen, dass wir so schnell wie möglich die Kriegsparteien auffordern, an den Verhandlungstisch zu kommen und dass man jede Chance nutzen muss, mit Diplomatie diesen Krieg zu beenden. Denn ich und wir alle wollen nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder in diesen Krieg geführt werden, liebe Freunde. Ja, und auch wir möchten, dass Dinge, vor allen Dingen Anschläge auf unsere Infrastruktur, wenn ich die Nord Stream-Leitung sehe, genauso lückenlos aufgeklärt werden wie andere Skandale, die auch nicht aufgeklärt werden. Aber ich denke, wenn ich von Cum-Ex, Alice Weidel hat davon gesprochen, auch das interessiert ja mittlerweile niemand mehr. Als wenn nichts gewesen wäre. Und hier geht es wirklich um Infrastruktur, aber auch um Milliarden Euro Steuergeld, die uns nicht egal sein können. Und genau das ist auch ein Stück weit, was die Glaubwürdigkeit der gesamten Politik anbetrifft, warum die Menschen eigentlich mit dieser Politik auch nichts mehr zu tun haben wollen. Und jetzt möchte Herr Habeck als nächstes seine Energiewende, seine verfehlte Energiepolitik auch noch unumgänglich machen, indem er die Gasinfrastruktur zurückbauen möchte, also im Prinzip jede Gasleitung aus den Straßen reißen möchte. Das muss man sich mal vorstellen. Und somit werden Sie gezwungen, sich die Wärmepumpe einzubauen. Das ist genau diese Unumkehrbarkeit dieser Energiewende. Und da sagen wir ganz klar nein. Jeder Bürger soll frei wählen, mit was er heizt, mit welchem Auto er fährt. Das ist Freiheit, für die wir uns einsetzen werden. Und wenn man sich die Außenhandelsbilanzen anschaut, wenn man sich anschaut vor den Dingen, vor der wir vor 2 Jahren schon gewarnt haben, vor der Deindustrialisierung, da wurden wir als Verschwörungsideologen bezeichnet, Verschwörungstheoretiker, man hat Haldenwang gegen uns angesetzt. Und mittlerweile sprechen selbst die größten Wirtschaftszeitungen jeden Tag davon und die Zahlen belegen es, wie viele deutsche Unternehmen, und ich sehe es bei mir an der deutsch-polnischen Grenze, mittlerweile das Land verlassen in Richtung Polen, Ungarn, Schweiz, Amerika, China, weil all in diesen Ländern die Energiekosten wesentlich geringer sind, wesentlich weniger Bürokratie und man stellt sich in der Tat in den Bundestag seit Januar diesen Jahres hin und tut so, als wenn überhaupt nichts wäre. Wir reden wirklich davon, über die Legalisierung von Hanf. Wir reden darüber, dass man sich das Geschlecht jedes Jahr neu wählen kann und ob die AfD im FC-Bundestag spielen darf. Das sind die wichtigsten Prioritäten in diesem Bundestag. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen. Wie hier mittlerweile Politik gemacht wird und was die Prioritäten sind. Eine Schande für dieses Land ist diese Bundesregierung. Anders kann man das nicht bezeichnen. Noch nie hat eine Bundesregierung so wirtschaftsfeindlich agiert wie diese Ampel. Und ich finde es wirklich eine Riesenschande, dass dieser Bundesregierung auch noch eine FDP angehört, die früher mal für Mittelstand und Handwerk stand. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese FDP, die braucht kein Mensch mehr. Und deshalb muss sie weg, abgewählt werden. Und wir bekommen ja nun viel Gegenwind in Talkshows und auch in anderen Diskussionsrunden, wenn immer gesagt wird, die AfD ist ja so europafeindlich. Und Sie sehen hier hinter mir unseren Slogan. Und ich sage es hier nochmal deutlich, auch für alle Medienvertreter zum Mitschreiben. Wir sind nicht europafeindlich. Wir wollen ein gutes und souveränes Europa. Wir wollen aber diese EU nicht mehr. Und das ist ein großer Unterschied, liebe Freunde. Und vielleicht auch dazu mal ein paar europäische Zahlen. Wenn man sich anschaut, wenn man so schwärmt für dieser EU, wenn man sich die Vertragsgegebenheiten der Einzelnen mal anschaut, der Dublin-Vertrag, der klar besagt,
dass der Flüchtling in dem Staat, den er zuerst betritt, um Asyl bitten muss. Ausgesetzt, interessiert überhaupt niemand mehr. Eine europäische Regelung, dafür reden wir jedes Mal, mindestens schon seit 10 Jahren. Und immer wieder wird gesagt, jetzt gibt es einen großen Asylgipfel auf europäischer Ebene. Das ist mittlerweile schon der 6. oder 7. gewesen. Und merken Sie eine Veränderung? Kommen weniger Migranten? Nein, wir werden weiter überflutet mit illegalen Migranten, die unserem Staat auf der Tasche liegen. Auch das muss beendet werden. Wenn es nicht europäisch funktioniert, dann muss man das auf nationaler Ebene regeln. Und dafür werden wir uns einsetzen. Und das Gleiche ist der Maastricht-Vertrag. 1992 verabschiedet, dafür eingesetzt, um für Preisstabilität sich einzusetzen. Im ursprünglichen Vertrag, der sogar einige Jahre galt, war die Inflationsrate auf 0,0% festgesetzt. Jetzt müssen Sie schauen, was die letzten Jahre passiert ist. Mittlerweile ist sie im Vertrag mit 2% festgesetzt. Auch das wird nicht eingehalten. Interessiert überhaupt niemand mehr. Und im Übrigen auch, was der Schuldenstand, die öffentlichen Schulden angeht, auch das wurde dort klar geregelt. Nämlich 60% des Bruttoinlandsprodukts. Und jetzt schauen wir mal auf die Länder der Europäischen Union. Griechenland 165%. Italien 140% Schuldenstand, Frankreich eine große Wirtschaftsnation, selbst die mit über 110% dabei. Und selbst Deutschland hat mit seinen 2,64 Billionen Euro Schulden mittlerweile 64% des BIP dort zu Buche stehen. Also selbst Deutschland hält nicht den Maastricht-Vertrag ein. Aber darüber redet niemand mehr, es interessiert einfach niemand mehr. Und deswegen sagen wir ganz klar, wenn es Verträge gibt, und die sollten als Vorbild auch gelten, dann muss man sie einhalten. Und wenn man diese nicht einhalten kann, dann muss man darüber nachdenken, wie man diese EU reformieren kann oder wie man aus dieser EU auch austritt. Anders kann es nicht funktionieren, denn Sie alle müssen das bezahlen. Und das Gleiche gilt für unsere älteren Bürger in diesem Land, für unsere Rentner, die dieses Land aufgebaut hat, an die niemand mehr denken möchte. Und wenn wir von Menschenwürde sprechen, muss man auch darüber sprechen, es ist mit der Menschenwürde nicht vereinbar, wenn Rentner, die 45 Jahre in diesem Land gearbeitet haben, noch in der Freizeit nach Flaschen suchen müssen, um über die Runden zu kommen. Das ist für ein Industrieland, und wenn ich immer höre, wir sind das Reichste, eine Riesenschande. Und dafür werden wir uns einsetzen, dass auch diese Rentner ordentliche Zahlen bekommen. Denn wir müssen uns bewusst sein, dass jeder von uns irgendwann selbst Rentner ist. Und wir dann auch von Leuten vertreten sein wollen, von Politikern vertreten sein wollen, die für uns die Politik so gestalten, dass wir auch eine gute Rente bekommen und von unserer Rente und Händearbeit, die wir vorher geleistet haben, natürlich auch leben können. Und ich sage es auch ganz deutlich für die arbeitende Bevölkerung, und das sind ja auch bloß noch 15, 16 Millionen, die diesen ganzen Laden am Laufen halten. Und ich mache da auch keine Unterschiede zwischen Deutschen und Migranten, aber ich sage es auch ganz deutlich, wer jung ist und wer arbeiten kann, der hat zu arbeiten und sich nicht ins Bürgergeld zu verabschieden. Und wenn man das alleine schon lösen könnte, und das kann man lösen, wenn man die Anreize eben reduziert, dann brauchen wir über eine massenhafte Zuwanderung überhaupt nicht diskutieren. Wenn man sich anschaut, und es wurde heute schon angesprochen, wenn unser Bildungssystem endlich auf Vordermann gebracht werden würde, das ist eigentlich das, worum sich eine Regierung als allererstes kümmern müsste. Nicht, dass 60.000 Kinder jedes Jahr die Schule verlassen ohne Schulabschluss. Oder dass wir zwischen den 20- und 34-Jährigen 2,6 Millionen junge Menschen haben ohne Berufsabschluss. Und da reden wir davon, dass wir Millionen Fachkräfte brauchen. Ja, die brauchen wir. Aber die sitzen bei uns zu Hause. Die sitzen in Deutschland. Wir müssen sie fordern und fördern. Das muss das Ziel sein. Und wir erleben es auch in der angespannten Weltlage, in der Politik, in Deutschland, in Europa, dass die Welt sich natürlich rasant verändert. Und wenn wir die Chancen, die sich jetzt aktuell bieten, nicht ergreifen, dann werden es andere tun. Und wir sehen es ja aktuell, dass Deutschland nicht mehr die Rolle spielt in der Welt, auch nicht in Europa. Noch dazu mit dieser Außenpolitik von einer Annalena Baerbock,
die wie ein Elefant durch den Porzellanladen durch die Welt reist, frühere gute Partner demütigt, beschimpft als Diktatoren, irgendwelche Kriege anzettelt und gar nicht merkt, was sie da eigentlich erzählt, wo man selbst im Auswärtigen Amt, und ich kenne da einige, die das berichten, mittlerweile nur noch mit Kopfschütteln dasteht und nicht mehr weiß, was hier eigentlich geschieht. Sie macht natürlich damit auch, gerade was unsere Außenpolitik der letzten Jahrzehnte angeht, und wir hatten sehr wohl gute Außenminister, das will ich überhaupt nicht verneinen, aber was sie mittlerweile für einen Schaden anrichtet, das ist kaum wieder gut zu machen. Und deshalb muss diese Außenministerin gesamt mit ihrer grünen Partei verschwinden aus Regierungsverantwortung, liebe Freunde. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns einsetzen für interessengeleitete Politik, weil diese Politik ist auch geleitet durch Respekt. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was man braucht, um auch im Übrigen Kriege zu beenden. Muss man auch respektvoll, so schwer wie es einfällt. Und jeder hat seine eigenen Gefühle, wenn er natürlich viele tote Menschen sieht, wenn er Kriege sieht. Man kann es nur beenden am Verhandlungstisch. Man hat noch nie einen Krieg auf dem Schlachtfeld beenden können. Sondern man muss sich zusammensetzen, so schwer wie es fällt. Weil wir wollen und möchten auch in Zukunft in Frieden zusammenleben. Und genau mit dieser Botschaft, liebe Freunde, wollen wir auch dieses Jahr in den Europawahlkampf, aber auch in die wichtigen Landtagswahlen gehen, dass wir sagen, wir wollen interessengeleitete Politik zum Wohle unseres Volkes haben. Wir wollen uns für Frieden, für Souveränität einsetzen, für Freiheit. Ich denke, wenn wir auf diesem Kurs bleiben und uns nicht von diesen Störfeuern beeinträchtigen lassen, dann werden wir auch die nächsten Wahlen erfolgreich gestalten. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für den stürmischen Applaus. Ich habe zwar noch gar nichts gesagt, und Sie merken schon an meiner Stimme, ich bin ziemlich angeschlagen und es hat mir auch auf die Stimme geschlagen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen. Zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Gast bedanken von der FPÖ aus Österreich, von dem Harald Wilimski. Lieber Harald, schön, dass du den Weg heute zu uns gefunden hast. Und auch vielen herzlichen Dank, dass die Landessprecher von Baden-Württemberg heute zugegen sind. Mein lieber Co-Sprecher, mein Kollege Tino Chrupalla, der extra angereist ist. Lieber Tino, schön, dass du da bist. Und natürlich auch an Sie alle, die Sie den Weg heute hier hingefunden haben, bei wunderschönem Wetter hier in der dunklen Halle zu sitzen. Aber es gibt natürlich auch sehr viel zu sagen und zu besprechen in den heutigen Tagen. Und wenn ich auf die letzten ein, zwei Wochen zurückblicke, es tut sich ja immer sehr viel in der Republik, dann sehe ich nur Russland und China rauf und runter, wie hier unsere Partei diskreditiert und in die Mangel genommen wird. Und das geht jetzt schon seit Monaten so. Und da denke ich mir so, also wenn mit dieser gleichen Aufmerksamkeit und mit diesem Aufwand Cum-Ex thematisiert würde, da schmeißt die leitende Staatsanwältin hin, ist vielleicht eine Meldung wert. Dann der Pfizer-Deal, der da auf europäischer Ebene gemacht wurde. Da wurden irgendwelche Deals abgeschlossen mit Impfstoffherstellern per SMS. Dann der Haftungsausschluss für diese Vakzine im Testverfahren für die Konzerne, dass die gar nicht haftbar zu machen sind für die gesamten Impfschäden, über die man ja auch nicht mehr reden darf, weil dann ist man ja ein Covidiot oder rechtsextrem oder sonst irgendwas. Diese ganze Ausgrenzung von bestimmten Meinungen und Andersdenkenden, ich muss wirklich sagen, stärker
kann man der Doppelmoral in diesem Land und auf europäischer Ebene gar keinen Ausdruck verleihen. Und das sehen wir auch in den Umfragen. Hier in Deutschland, 3/4 der Bevölkerung haben kein Vertrauen mehr in die Institutionen unseres Staates. 3/4 haben kein Vertrauen in Gewerkschaften, in Kirchen, in die Politik, in die Medien. Ja, wie denn auch solche üppig gepäppelten Staatssender, die wirklich nur der Regierung nach dem Mund reden, keine kritische Berichterstattung. Dann über 2/3 der Bevölkerung ist unzufrieden mit der hiesigen Politik. Ja, warum denn auch? Weil hier ganz gezielt Politik gegen die eigenen nationalen Interessen und gegen die eigene Bevölkerung betrieben wird, ohne dass das eine Meldung wert wäre. Und eine weitere erschreckende Zahl, nur 8% der Menschen sieht Deutschland auf einem guten Weg. Nur 8%. Das heißt, 92% der Bevölkerung sehen Deutschland auf keinem guten Weg. Und das sind eben die beunruhigenden Zahlen, die hier überhaupt niemanden zu kümmern scheinen. Und was ist die Ursache dafür? Weil niemand mehr die Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Das ist es nämlich. Normalerweise würden diejenigen, die so etwas zu verantworten hätten, so ein Desaster in der Bundesrepublik Deutschland, auch auf europäischer Ebene, überhaupt gar nicht mehr auf ihren Stühlen sitzen oder achkantig vom Hof gejagt. Schauen Sie sich solche Figuren wie Karlchen Chaos, den Karl Lauterbach an. Schauen sich diese Leute an, diese personifizierte Unverantwortung, als ob wir keine anderen Probleme hätten. Dann kommt er dann da an mit, ja, jetzt legalisieren wir das Cannabis, Kiffen für alle. Oder Frau Baerbock, 580 Tage im Jahr, 360 Grad Wende, Südafrika, Schinken der Hoffnung, Bacon of Hope, solche Sachen, solche Leute schicken wir ins Rennen. Die würden in einem normalen, funktionierenden, mittelständischen Unternehmen nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Nicht mal mit der Kneifzange. Diese geballte Inkompetenz und Unverantwortlichkeit, so etwas wird uns vorgesetzt. Und die Grünen setzen den Ordnungsrahmen. Was war denn diese Woche? Das musste erst Herr Cicero offenlegen. Mit dieser Akteneinsicht, die es eingeklagt, ich muss wieder leiser reden, mit dieser Akteneinsicht, die da eingeklagt werden musste, wie Entscheidungsprozesse in so einem Ministerium gefällt werden. Also Entschuldigung. Was ist da passiert in der größten Energiekrise, wo wir überhaupt gar nicht mehr wussten, wo kriegen wir die Energie her? Auf der Spitze der Energiebepreisung letzten Jahres werden die letzten 3 funktionierenden, guten, mit technisch besten Atomkraftwerke der Welt werden einfach abgeschaltet. Einfach abgeschaltet. Dann wird uns irgendeine Grütze erzählt, ja, das müsste sein und hier und da und tralala. Und was kommt da jetzt raus? Ja, da wurde der Minister angeblich belogen, nichts belogen und vorenthalten. Das sind Ideologen, die nicht in dieses Amt gehören. Diese Leute dürften dieses Land nicht regieren. Auch dafür müsste Verantwortung übernommen werden. Rücktritte. Stattdessen, das ist doch kein Wirtschaftsministerium. Das ist ein Vetternwirtschaftsministerium. Ein Vetternwirtschaftsministerium.
Da werden irgendwelche Schwager verschwägert, Schwestern, keine Ahnung was, was da irgendwie rumsitzt. Aber Hauptsache aus irgendwelchen Lobbyvereinen um die Bevölkerung, um es mal ganz klar auf Deutsch zu sagen, nach Strich und Faden nicht zu färben, weil das macht ja nur Strack-Zimmermann, aber über den Tisch zu ziehen. Strack-Zimmermann, auch so eine Figur. Auch so eine Figur. Wenn die Leute wie Strack-Zimmermann und Frau Baerbock und der Kanzler und Herr Habeck und wie sie alle heißen in ihrer geballten Kompetenz, Claudia Roth, wenn diese Leute den Krieg in der Ukraine wollen, uns mit Waffenlieferungen damit zu belasten, Soldaten zu schicken, dann sollen sie bitte selbst gehen und ihre Söhne schicken. Wenn man eine Frau Strack-Zimmermann, die ja auch durch die Medien geschützt ist, das ist ja eine Rüstungslobbyistin, die ja da überall auch profitiert, hier mit ihrem Comic-T-Shirt. Wie war das nochmal für Taurus-Lieferung? Das muss man sich mal vorstellen, dass man so etwas Beknacktes überhaupt fordert. Deutschland, unser Land, das von der Bundeswehr her in Grund und Boden gewirtschaftet wurde, dass unser Land nicht einmal zur Landesverteidigung mehr fähig ist. So eine rennt dann da rum mit ihrem T-Shirt, mit der Taurus-Aufschrift, ja, für Taurus-Lieferungen. Wissen Sie, was ich unter Verantwortung dieser Frau verstehe? Indem sie, wenn sie es selbst will, sich selbst auf eine Taurus-Rakete draufsetzt und dahingeschossen wird. So sieht Verantwortung aus. Soll sie gehen? Und wer übernimmt die Verantwortung? Auch wieder so ein Ausfluss der Unverantwortlichkeit, ein ubiquitäres, allgegenwärtiges Versagen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der europäischen Ebene. Herr Wilimski hat das gerade dankenswerterweise angesprochen. Die komplett ungesteuerte, illegale, massenweise Einwanderung. Die Leute strömen ja immer noch zu Hunderttausenden in unser Land. Das kann man gar nicht mehr bewältigen. Was ist da eigentlich an den Schulen los? Ich lese in der Jungen Freiheit einen Artikel über die fortschreitende Islamisierung in unseren Schulklassen. Während die Grünen ihre Kinder an Privatschulen schickt, wird die normale Bevölkerung damit allein gelassen. Die normale, nicht abgehobene, arbeitende Bevölkerung, die dieses ganze Desaster, dieses penetrante, moralapostolische Gutmenschentum mitfinanzieren muss. Was glauben Sie, was ich für einen Hals habe? Ich bin typische Wutbürgerin, darum bin ich in die Politik gegangen. Ja, ich gebe es zu, dass sich in diesem Land etwas ändern muss. Und das kann nur die Alternative für Deutschland. So kann es nicht weitergehen. Und vielleicht noch ein letztes, bevor mir die Stimme bricht. Und meine Zeit eh abgelaufen ist, weil ich meinen lieben Kuh, der lacht schon. Gestern hast du mich auch noch nie gehört. Ne? Aber das muss ich jetzt noch fertig bekommen. Ich habe extra noch hier Halstabletten mitgebracht, dass genau das nicht passiert. Und das will ich unbedingt noch sagen. Das Versagen in der Bildungspolitik, wie unsere Kinder wie die Jugendlichen nicht nur an den Schulen, sondern auch an den Universitäten zur Verblödung erzogen werden, wie ihnen die Kompetenzen entzogen werden. Wie
ihnen die Kompetenzen entzogen werden, eigenständig zu denken, zu analysieren, zu lesen, zu rechnen, zu schreiben. Jetzt sollen ja Rechtschreibfehler nicht mehr angerechnet werden für die Deutschnote. Ne, sowas kommt typisch so aus solchem Ministerium, übrigens CDU geführt, das gehört ja auch mit dazu. Die CDU ist ja maßgeblich an diesem Desaster beteiligt. Das muss auch ganz klar gesagt werden. Merkel hat die Grenzen geöffnet, die Ampel beschleunigt das jetzt alles, die legt den Turbo ein. Und diese Beispiele eben mit der Islamisierung an deutschen Schulen, dass Mädchen, die nur noch zu zweit, also dieses Beispiel können Sie in der Jungen Freiheit, können Sie das nachlesen, die als einzige deutsche Mädchen ohne Migrationshintergrund, nicht muslimisch an einer Essener Gesamtschule sind und als deutsche Schlampen, das ist ein Zitat, das hat das Mädchen erzählt, als deutsche Schlampen bezichtigt werden, geschlagen, geohrfeigt, getreten werden, wenn sie sich nicht scharia-gerecht anziehen, die sich an niemanden wenden können, die völlig alleingelassen sind von den Pädagogen, von der Justiz, von der Polizei, die ja auch dann eben letztlich nicht machen können, die sich alle wegducken. Das ist in einem CDU-geführten Bundesland, bitteschön. Und was glauben Sie, was passieren würde, wenn das Bundesland, die Bundesrepublik Deutschland, AfD geführt würde? Der Spuk wäre von einer Sekunde auf die andere vorbei. Nicht wahr? Und eben anstatt, dass Wissen vermittelt würde, MINT-Fächer gefördert. Nein, Free Palestine, Hamas und alles wunderbar. Diese ganze linke Mischpuke, die sich da mit Antisemiten mischt, das ist doch ekelerregend. Und was kommt mit dazu? Was kommt mit dazu? Lassen Sie mich diesen Punkt noch machen. Was kommt noch mit dazu? Dass sich Minderjährige jetzt das Geschlecht aussuchen dürfen, einmal im Jahr. Das ist die Prioritätensetzung von diesen kranken Leuten. So, und damit muss endlich Schluss sein, liebe Leute. Darum, der Anfang ist gemacht, wählt die Alternative für Deutschland, damit wir dieses Land, damit wir Europa endlich wieder von dem Kopf auf die Füße stellen können. Ich bedanke mich herzlich. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.